So Leute, nachdem letzte Woche Ikoria ja rauskam und ich da ja schon ein bisschen was zu gemacht habe, muss ich jetzt natürlich diese Woche die Booster Openings mit Ikoria machen. Und dementsprechend gucken wir uns mal an, was hier drin ist. Im guten Ikoria. Ich bin da ja immer noch nicht, obwohl ich relativ viel aufgemacht habe, gar nicht mal so Vieren drin. So, wir haben Captures 4. 4 Mana, Enchantment Flash. Man verzaubert eine Kreatur, die verzauberte Kreatur enttappt nicht und wird getappt. So. Ah, wieder einen Ort finden, wo ich sie hinlegen kann. Da. Ferocious Tigorilla. Tigorilla. Okay, 4 Mana, 4, 3. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt man entweder Trampel oder Menace, also einen Counter drauf. Imposing Vantasaur, 6 Mana, 3, 6 Wachsamkeit mit Cycling. Unlikely 8, 2 Mana, eine Kreatur kriegt plus 2, plus 0 und zerstörbar bis zum Ende des Zuges. Als Instant, nicht schlecht. Flycatcher, oh mein Gott, das Bild. Flycatcher, Girafit. 5 Mana, 3, 5, wenn der ins Spielfeld kommt. Kriegt er entweder eine Wachsamkeit oder einen Reichweite-Counter. Okay. Oha, die haben sie auch nur reingetan, damit ich sie falsch ausspreche. Anticipate. 2 Mana Instant, man guckt sich die obersten 3 Karten des Decks an, legt eine davon auf das Deck, eine unter das Deck und eine nimmt man auf die Hand. Oder? Nee, man nimmt eine auf die Hand und legt alle beiden drunter. Was waren die andere? Ich weiß es nicht mehr. Softcoating Fumes, 3 Mana Instant, Kreaturen, die euer Gegner kontrolliert, kriegen minus 1, minus 0 bis zum Ende des Zuges mit Cycling. Gar nicht mal bad. Excavation Mole, 3 Mana 3, 3 Trampel, und wenn er ins Spielfeld kommt, legt man die obersten 3 Karten seines Decks in den Friedhof. Das muss es auch gefühlt in jedem Set geben. Light of Hope, man kriegt für ein farbloses Mana entweder 4 Leben, zerstört eine Verzauberung oder legt eine plus 1 plus 1 Marke auf eine Kreatur. Hört nicht schlecht. Pouncing Shore Shark. 5 Mana, 4, 3 mit Mutate. Also man kann... Oh Gott, die Mutate erklären. Man kann für 4 Mana diesen Spell casten. Oder halt für 5. Wenn man ihn für 4 Mana castet, kann man ihn auf oder unter eine Nicht-Human-Kreatur legen. Und wenn man sie drauflegt, wird die Karte eben zu einem Pouncing Shore Shark mit dem Effekten der untere Karte, aber mit diesen Stats. Wenn man ihn drunter legt, bekommt einfach die Kreatur diesen Effekt nochmal obendrauf, ohne die Stats zu bekommen. Ist interessant für Mana-Kosten, Kreaturentypen und Angriffs- und Verteidigungsstärke. Naja, diese Karte hat Flash und immer wenn die Kreatur mutated, also dabei und auch jedes Mal danach, kann man eine Kreatur auf die Hand ihres Besitzers zurückbringen. Ne, die nur in Gegner kontrolliert, okay. Zenith Flare, 4 Mana Instant. Sie fügt irgendeinem Ziel X Schaden zu und man kriegt X Leben, wobei X die Karten mit Cycling im Friedhof sind. Jeskai's Cycling ist aktuell ein Standarddeck, das super günstig ist. Also man kriegt das für 60, 70 Euro. Man macht. Also ich habe ja ein japanisches Display aufgemacht und Kevin hat aus diesem japanischen Display 80% von seinem Deck zusammenstellen können. Empfehlen halt, die einzige teure Karte, die da drin ist, ist halt der Luros. Die Landbasis kann man sehr budget halten. Und das ist ein sehr starkes Tierdeck. Also es ist echt traurig, dass das so günstig ist. Aber auf der anderen Seite bin ich selber sogar am Überlegen, ob ich mir das nicht zulege. Weil es ist fast alles aus Ikoria und es bleibt relativ lange im Standard. Dementsprechend, mal gucken. Aber ansonsten für alle, die Standard hier spielen, den Channel gucken, hi. Ich glaube, ihr habt euch verlaufen. Ist aber okay, ihr dürft bleiben. Und dieses Cycle-Deck ist tatsächlich ganz cool. Dann haben wir Boon of Wishgiver, 6 Mana, Sorcery, man zieht 4 Karten mit 1 für Cycling. Das wird sogar in dem Deck gespielt, einfach nur zum Cyclen. Man spielt das niemals aus. Naja. Und unsere Rare ist Kinan Bonder Prodigy. 2 Mana, 2, 2. Immer wenn man nicht Land permanent ist für Mana tappt, kriegt man ein weiteres Mana. Und für 7 Mana kann man sich die obersten 5 Karten des Decks angucken, eine Nicht-Human-Kreatur davon nehmen und sie ins Spielfeld bringen. Das ist nicht schlecht. Den kann man doch bestimmt als Commander nehmen. Das Commander ist doch bestimmt richtig cool. Ja, das ist nicht schlecht. Dann haben wir einen Thronefall Falls. Kommt getappt ins Spiel, gibt ein Leben. Tappen für grün oder blau. Und wir haben eine... Was ist das denn für eine... Guckt ihr, seht ihr das? Ihr seht das.
Mein Gott, was ist das denn für ein Fäuling? Ist das strange. Faced Reader. 2x1, 2. Für 1 Mana tappen, zieht man eine Karte und wirft danach eine Karte ab. Und ein Human Soldier. Ja, willkommen auf Ikoria. Erstmal eine Mythe gezogen. Fängt ja gut an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksea. Ciao, ciao.